Leb wohl. Nicht doch. Bis dann. Meiner treu. Das ist der Hexer, der uns aus dem Leid errettet hat. War es wirklich nötig, einen Hexer zu holen? Wozu haben wir eigentlich Ritter? Ist das nicht egal? Das Leben ist zum Leben da. Es gibt keine unansehlichen. Jo, was machst du denn hier? Lass mich in Ruhe. Ohne meine Vivien hat das Leben keinen Sinn. Du bist der Letzte, mit dem ich reden will. Es gibt keine unansehnlichen Frauen. Es gibt nur zu wenig Wein. Ich sag's ja. Du bist sicher schon in der ganzen Welt gewesen, Hexer. Dieser Händler, der unbedingt der Hanse entkommen wollte, hat sich volllaufen lassen, ist in den See gefallen und ersoffen. Hexer, ohne dich wäre Toussaint aufgeschmissen. Und wie aufgeschmissen. Meister Hexer, eine unbekannte Person ist in die Residenz reingeplatzt. Ich wollte es nicht zulassen, aber es half nichts. Wer war es denn? Die Person hatte nicht mal den Anstand, sich vorzustellen. Du siehst gut aus. Komm, steh da nicht so rum. Ich will eine Umarmung. Ich dachte schon, ich würde dich nie wiedersehen. Also, ich musste schon so oft verschwinden, weglaufen und fliehen und bin noch jedes Mal zurückgekommen. Das solltest du doch mittlerweile gewohnt sein. Es ist schön, wieder in dein Leben zu treten. Ich bin bloß froh, dass du da bist. Das Haus ist sehr hübsch. Muss nur etwas hergerichtet werden. Ja, ich habe einiges vor. Wollen wir rausgehen? Ich könnte dir das Grundstück zeigen. Ach, ist das schön hier. Ich könnte für immer bleiben. Hindert dich was daran? Termine, Verpflichtungen. Ich bin nur hier, weil Papa, ich meine M hier, entschieden hat, dass ich das Reich kennenlernen soll, bevor ich den Thron besteige. Er hat mich mit einem Schwarmberater durch die Provinzen geschickt. Was unterm Strich heißt, dass sie mir reihum Vorträge halten und ich mir Notizen mache, während ich ihnen hinterherlaufe. Willst du länger in Beauclair bleiben? Eine Weile. Ich habe die Berater überzeugt, dass es unklug wäre, aufzubrechen, bevor ich alle Weine dieses Jahres verkostet habe. Sonst hätte ich ja Wissenslücken. Unter uns gesagt, ich bin nicht sicher, ob ich wirklich zum Herrschen und Regieren tauge. Überlegst du, ob du es bleiben lässt? Weiß ich noch nicht. Ich will es nicht ausschließen. Wie geht es deinem werten Vater? Er wirkt, als hätte er aus einem Jungbrunnen getrunken. Muss eine gute Idee gewesen sein, sich von der Spitzenpolitik abzuwenden. Offenbar gibt ihm schon das Wissen um den Frieden Kraft. Ja, das wird es wohl sein. Meinst du, er hält Wort? Ich denke, das hängt von mir ab. Wenn er meint, dass ich der Sache gewachsen bin, setzt er sich zur Ruhe. Und wenn nicht? Dann hindert ihn nichts daran, zurückzukommen. Er war immer gut darin, seine Meinung zu ändern. Wie geht es mit den Vorbereitungen der Krönung voran? Gar nicht. Ich habe ihm gesagt, dass ich es nicht eilig habe. Erst muss ich mich mit der ganzen Angelegenheit vertraut machen, mit den Institutionen und Gesetzen des Kaiserreichs und so weiter. Und M hier macht keinen Druck, die Dinge zu beschleunigen? Hat er versucht. Aber ich habe ihm gesagt, dass ich eine gute und starke Herrscherin werden will, keine Marionette. Bei keinem sonst auf dieser Welt würde er einfach so nachgeben. Das hat nichts damit zu tun. Es gibt sonst eben keinen auf dieser Welt, der seine Tochter ist. Apropos, als künftige Kaiserin könnte ich dir eine komfortable Stelle als Hofhexer sichern. Danke, aber das ist nichts für mich. Ich gehöre auf den Pfad. Ich weiß. Wollte es trotzdem versuchen. Bis dann, Ciri. Pass auf dich auf. Geralt? Geralt? Was kann ich für dich tun, Herr? Danke. Ich muss mich wieder um... singe ich mal ein Liedchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist was, du siehst furchtbar aus.